Moin, wohin fliegen wir als erstes? Fliegen wir Eisenkupfer zu Kontrollpunkt oder Zollstelle? Kupfer macht kein Schwein. Ja. Kontrollpunkt, ja, ich weiß nicht, was wir da dicht machen wollen, wenn so viele Polizisten auf dem Server sind. Ja, das ist der, die Todeskurve. Da muss keiner, da brauchen wir nichts machen, das ist alles von der Polizei. Die werden die Kontrollpunkte alle abriegeln, vor allem die Richtung Heroin und sowas gehen. Ja, gut, was dann wir machen können wir Schildkröten, wir können Salz machen, das machen viele, und wir können Stein machen. Heroin, glaube ich, ja, wenn so viele Polizisten auf dem Server sind, wird das bringt das. Hat man ja gesehen, was wir gemacht haben. Wir haben einmal Heroin, waren fertig beim Verarbeiten, und dann auf einmal kam gleich so ein. Ja, Kunde dann haben sie vielleicht ein Heli hier rausgeholt, wenn wir jetzt irgendwas transportieren sollen. Nee, wir wollen ja irgendwelche überfallen, aber wo? Ich würde doch sagen, lass uns doch zuerst einmal zum Salzhändler fahren, oben nach Sofia. Und von Salzhändler können wir immer noch bis nach unten arbeiten. Erstmal zu Salzverarbeitung. Salz ja, am besten immer auf dem Radar könnt ihr es dann gucken, am besten Peter. Da müsst ihr eigentlich denn ein grauer Klotz sein oder ein oranger. Dann ist da einer drin. Und rot, Dreiecke sind wohl. Heißt also, ich bin ganz schön nah, dann würde ich abhauen. Ja, ja. Wo wollen wir jetzt ein bisschen Salz sehen, ne? 214.000, das ist doch mal gut. Ja, wir brauchen ja nichts Verarbeitung oder so. Hier ist eigentlich mit den Waffen. Boah, wir kriegen wieder den Boot. Denkst du daran, dass mein kleiner Heli nicht so schnell ist, ne? Ich hab mal abgeschlossen, sonst haben wir so wie so Mo, der sich dann einfach in den Flugzeug aus dem Fall setzt. Das würde ich doch niemand machen. Nein, du doch nicht. Das ist langweilig abzuspringen. Was würde passieren, wenn man Fallschirmspringen macht? Das müssen wir auch mal machen. Aus einem Heli, Mo kann man ja gut Fallschirmspringen, dann rausspringen und dann ins Wasser so mit Fallschirm. Ja, wenn du zu weit im Wasser bist, auf dem Weg zur Küste stürzt. Ja. Deswegen Taucher. Ja, aber wenn du. Ja, du musst auch aufpassen. Wenn du zu hoch bist und zu steil bist, du auch gut genau. Ich hätte noch mal eine Idee für die nächste Aufnahmesession, aber vielleicht für diese noch Schildkröten fahren. Die muss 20.000 pro Schildkröte. Ja, klar, den können wir es aber vielleicht mal nächste oder übernächste machen, weil, wenn. Das kann man immer gut machen. Man macht einen Heli, heißt der Heli fliegt ganz leicht übers Wasser. Und dann alle, die mal hauen immer den Heli voll. Und der den Heli verkauft den immer wieder. Bringt 27.000. Ja, bringt 27.000 pro Schild. Ja. Ey, wir das sind da. Das ist effizient, finde ich. Da ist irgendwie keine Sau. Und? Ist da schon irgendwas auf dem Radar irgendwie? Oh, da ist ein LKW. Da ist ein Bock-LKW. Lass uns den doch bei Salzverarbeiter abfangen, weil Salzhändler wird es wieder. Wir müssen den am Salzhändler abfangen. Nein, da wird es wieder schwierig mit dem Geldautomaten. Dann gibt's da wieder irgendwie gestreiteten Salz gleich beim Salzverarbeiter uns positionieren und gleich abfangen. So, der müsste Salzverarbeiter. Weil wir haben alle Salzverarbeiter. Der wo ist Salzverarbeiter? Fliegt einfach jetzt links, fliegt nach links und dann einfach geradeaus. Oh mein Gott, ob das gut gehen wird, Alter, ob das gut gehen wird. Wir probieren es aus. Natürlich nicht. Weil, genau, wir scheitern am Geländewagen fährt in Richtung, wenn ihr auf dem Map guckt, in Richtung Salztür. So, es sind zwei Zahnmaster plus ein Boxdecker. Boah, das wird der Jackpot. Wir müssen aber unsere Helis gut verstecken, ne? Und wir müssen uns darauf einlassen, dass wir nicht so viele Leute sind, weil die PRC, KLK-Leute, wenn das die KLK-Leute, würde ich sie nicht gerne überfahren. PRC können wir gerne überfahren, aber nicht KLK, habe ich keinen Bock drauf. Oder es sind die Hells Angels, Peter. Dann haben wir richtig getan. Hells Angels ist kein Problem, ich bin ihr Gegner. Wir haben sowieso schon Gangkrieg, also kein Problem. Wo bist du in welchem? Du bist doch bei Hells Angels. Nein, er ist Mafia. Ich bin nicht Hells Angels, ich bin Mafia. Wir haben sowieso schon Gangkrieg, also. Ja, also dann können wir. Also Hells Angels, ihr wisst Bescheid, einmal kurz Zoomplay, fragen, pass auf, hier so und so sieht aus, wenn ihr den nicht ergebt. Das sieht so geil aus, wenn da ein Heli fliegt und hier. Kann man mal ein Thumbnail machen, Alter. Das war ein gesunder Sonnenaufgang dabei, ne? Okay, ich überlege gerade, wo hier erstmal gerade mein Michi, Screenshot so, gemacht. So nah an den Händler, bei was denn? Außerhalb. Bei so, pass auf, hier ist Verarbeitung. Ja, da ist die Verarbeitung. Wie macht man denn nochmal mit Dings-Screenshot? Ja, ich
Ich versteck die ein bisschen im Wald rein. Ich kann die hier. Das ist ein ganzes Stück zum Laufen. Nein, nicht so weit, nicht so wahnsinnig, nicht so weit. Was denn? Ich weiß, wie lange die noch brauchen, wie die überhaupt die Antwort auftauchen? Stimmt auch wieder. Versteck das ein bisschen so im Wald rein. Oh, schön. Oh, im Wald. Ist dunkel, ne? Ja, kuschelig. Ja. Also, wie lange den hier unten? Solange nicht absaufen? Bucht oder was ist das? Oh Gott, so knapp. Denn, sind alle bewaffnet mit Munition? Ja, ja. Nee, tut mir leid, ich hab alles vergessen. Und wo sind wir jetzt? Wollen wir wirklich... So, Windeln gewechselt? Kannst du den zufällig zwischen den beiden Bäumen da oben landen? Mal 10 Meter weiter zwischen den Bäumen. Okay, alle haben ihre Windeln gewechselt. Nein, Digga. Müssen wir so weit latschen, ne? Ja, das passt schon. Das sieht wirklich sehr stylisch aus, was Jani da macht gerade. Okay, das dann werden wir. Wenn wir die wirklich überfallen, die haben wir noch eine Seite, die haben wir noch eine Farbe. Dass wir mit den Minis sind, das Buch einzuladen. Nee, wir können doch ganz einfach. Stimmt, wir haben Fahrzeuge nehmen. Wir können doch ganz einfach die Fahrzeuge nehmen und die dann aussteigen. Nehmen und die können sich dann, okay, dann wenn ihr eure Fahrzeuge. Da ist ein Chop-Chop. Fahren gleich zum Salz und dann gleich zum Chop-Chop. Ah, er hat gegriffen! Dankeschön! 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 Denkst du, warum wir so viele sind? Ja, aber Fahrzeuge nehmen wir die nicht weg, ne? Ja! Ich glaube, das ist Salz. Nein, das ist Salz. Nein, das ist immer schuld, wenn ich bin. Ey, das haben die so oft bei uns gemacht. Ach, ja, das ist scheiße, das machen wir nicht, Also ich mach. Also Thomas? Thomas und ich haben letztens auch einen Zamok einfach so mitgenommen, weil er uns auf den Geist ging und auch... Das war ich, das war ich. Ja, wie lang war der auf dem Server? Was hat er gesagt? Nicht lang war der auf dem Server, ne? Die Kohle nehmen wir aber auch mit von denen, oder? Ja, die Kohle. Ja. Ich nehme die Kohle, ich nehme nur das Fahrzeug einfach mit dem Fahrzeug. Ich auch. Ich schieße ihm nur die Reifen platt. Okay, aber ich nehme trotzdem Scheiße. Das ist echt richtig assig. Ich nehme trotzdem, wir müssen trotzdem gucken, wie wir das machen, dass wir sie einkesseln und sagen alle auf dem Boden, weil ich schätze mal, die werden hier sich hier vorne positionieren. Ich lauf schon mal Typen. Los, okay? Wir sind schon ja, alle. Wir laufen schon alle. Wir müssen uns alle jetzt im Kreis um diesen Händler herum verteilen. Um aber diese Verarbeitung meine ich. Ja, heißt, wir können noch jetzt erstmal hier zum Händler kurz kommen. Wir haben noch ein paar Minuten, Salzverarbeiter. Haben noch ein paar Minuten. Der Mohawk steht wo? Kannst du den kurz auf unserer Karte markieren? Ungefähr. Also heißt mit M und dann ja, erstmal auf den Gruppenchannel gehen, damit wir es alle sehen. Ja, alles eine Sniper? Keiner. Ich hab eine MK20C. Also sie werden wohl in 5 Minuten hier antanzen, wenn ich jetzt ungefähr weiß nicht, wie voll die waren. Ja, dann versteck dich nicht direkt an Sidehändler. Nein, wir werden uns. Also ich werde, weil ich eine Kurzwaffe habe, werde ich die erstmal. Und denkt daran, wenn die das Waffen. Das sind doch Häuser, wechseln, ihr Helden! Schiff in den Häusern. Ja, aber nein, du musst. Nein. Das würde aufpassen. Wir ja, müssen uns aufpassen. Um diese Verarbeitung herum, im Kreis verteilen. Dass ja, wir verstehen, dass wir aus allen Richtungen kommen. Sonst verschanzen die sich in irgendeine Richtung, machen die den Rücken dicht. Ja. Ja, und dann haben wir nur noch eine Richtung, auf die wir. Ich mache jetzt hier in den Haus. Wo ist eigentlich die Schnitte hin, ey? Ich? Leute, ich stehe. Du bist da nicht abgegeben. Wer ist jetzt hier neben mir? Ich. Das Beste kommt am letzten. Hier gibt's ein Haus, da würde ich gar nicht aufhören, wenn ich da stehen würde jetzt. Heißt, Sarah, kannst du fliegen? Kann ich fliegen. Weißt du, weil heißt, da muss einer, wenn wir die hier unter Kontrolle haben, den Mohawk holen. Ja, ich lauf zurück und hol den Mohawk. Gut. Ja, also am besten nicht landen mit dem Mohawk. Und gleich, Peter, wenn der Überfall sein, sagt... Du musst deinen Hummingbird aber auch holen. Denn wenn die zwei Zamaks haben plus LKW, kriegen wir die beide locker voll. Was man sagen muss, aber ihr müsst sagen, beim Überfall, wir nehmen euch eure Handys und alles ab. Komm, die Bullen das. Komm, da hab ich keinen Bock drauf. Wir verstecken uns hier im Busch rein, ganz einfach. Ja, versteck dich da, ich versteck mich hier oben. Verteilt euch alle jetzt im Kreis. Boah, ich weiß, wie ich mir ein Haus kaufe. Ja. Weiß nicht, wo ich hin muss. Leute, wisst ihr, wie teuer das Haus bei Salzverarbeiter ist? Komm hier im Busch rein. Am besten. Ja. Einer muss da oben. Ja, ich geh dann hoch. Komm mit dem Busch rein. Weißt du, wie teuer so ein Haus hier ist? Nee, das ist 1000 oder so. Bist du denn 400. Hier, im Busch. Siehst du, kein Tanne. Wer ist denn jetzt da unten mitten auf dem Hof? Hä, was machst du denn, Sarah? Sarah, komm mit bei mir. Ich bin Milize.
Ja, Minize, komm. Seht ihr mich überhaupt? So, komm mit, ich geb dir eine Aufgabe. Ich weiß es nicht. Komm her. Geh einfach wieder zu dem Busch, wo du warst. Mach so. Drück X. Wir müssen alle ein bisschen verteilt sein, Freunde. Wenn wir alle auf einem Haufen sind, haben wir doch wieder keine Chance. Hallo, ich bin doch gut verteilt. So ganz leicht durchs Fenster gucken und gucken, ob da irgendeiner ankommt. Und wenn, dann läufst du einfach hier aus. Wer ist denn gegenüber von mir in dem Haus drin, ne? Okay. Nice, im Haus. Also, ihr seid, nicht hier vorne rauslaufen. Seid ihr in der Falle? Ja, wollte ich gerade sagen, ich gehe nicht ins Haus. Ich bin im Haus drin, weil ich bin gut bewaffnet, Leute. Ja, okay, wie du meinst. Der Rest aber bitte dann irgendwie mal außenrum ein bisschen verteilen. So ja, ich bin. Dass wir alle Richtung einen haben. Ich weiß, ich auf anderen Straßen seid ihr so ganz tief. Also, ich liege hier vorne auf dem Hügel und hab das Tor im Auge. Okay. Ich hab die beiden, also ich könnte von hinten, die Reifen von hinten. Wer ist da hinten links? Der steht da, derjenige, der da hinten, ganz hinten ist, der steht ziemlich offen, der muss noch ein bisschen. Bin noch gar nicht versteckt, ich steck mich hinter so einer Steinmauer. Nee, hinter der Mauer, genau da. Wer ist jetzt noch mitten auf dem Hof? Ich hoffe mal, die kommen in den nächsten 7 Minuten. Bin da im Hof, Mo, ist keiner. Die werden hier. Ja, ich stehe in dem Haus drinne. Okay, Maxi, du versteck dich aber bitte, sag mal bitte, wenn die kommen. Ich bin ja genau. Du bist gut versteckt? Ja. Du liegst hier direkt auf dem Boden, ne? Ja. Also ich hab jetzt, ich okay. Sitz so ganz, Melite? Ich sitz in dieser Kampfpose. Ja. Du geh mal bitte von dir aus, ist ja geradeaus der Hof. Ja. Da gehst du mal links den Berg hinauf. Da oben ist ein Gebüsch auf dem Berg, in der Mitte. Da legst du dich hin und guckst schräg runter. Hast du mal nachgeladen? Ja, ich. Dann denk daran, aus einer Richtung jemanden, dass wenn die da nämlich alle stehen, können aus einer Richtung kommen und die können sich nirgendwo verschanzen. Denkt das ihr, ist es nämlich. Denkt euch daran, wenn ihr Feuermodus wechselt. Du bist doch ganz hin. Ich will mich hier hinten rein, weil da vorne wäre es zu offen. Hier kann ich mich so richtig schön. Weißt du, okay, komm. Sie kommen. Aufpassen, gelbe Offroader. Aufpassen. Gelbe Offroader. Okay, die fahren über den Jeep. Die fahren oben drüber. Nichts machen. Gelbe Offroader wird sich wohl jetzt erstmal campen und gucken, ob da irgendeiner ist. Heißt also, nicht bewegen, lassen durchfahren und gucken. Wenn ihr erwischt werdet, ausschalten und Klappe halten lassen. Nichts machen. Okay, die Fahrzeuge werden. Komm, ich höre immer was Lauteres. Nichts machen. Direkt aus, was macht der? Ich sehe keinen. Manny? Der ist schon hier unten. Ich sehe nur das gelbe Auto. Ich sehe auch niemanden. Manny, kannst du alles sehen? Hast du Überblick? Ja, ich hab direkt seinen Kopf in wenn bei mir jemand reinkommt, ich kann ihn sofort niederschlagen. Der steht direkt vor dem Händler. Mo, pass auf, du musst der gleich macht die Tür auf, kann das sein? Der hingeht, Gruppenchat aufmacht und sagt, das ist ein Überfall, weil du genau da bist. Und sagt denen gleich, dass du die umzingelt sind und dass du aus allen Richtungen kommen können. Aber erst, wenn die Fahrzeuge stehen, warte, der läuft aus dem Auto? Ja, der ist beim Auto. Der ist schon am Verarbeiten, Ja, lass ihn weg, wir müssen auf die LKWs warten. Das ist ein kleiner Fisch, der bringt vielleicht, wenn wir es klauen, 150k. Das macht nichts, den nicht, lass den bloß weg. Wir nehmen die zwei Zamax, die kommen. Ja, ich würde sagen, dass wir das denn so machen, wir stehen, wenn die angekommen sind, lassen wir sie aussteigen und wenn sie so ein, zweimal gelaufen sind, sagen wir Überfall. Genau, dann musst du auslaufen. Und dann haust du die beiden so schnell wie möglich nieder. Wenn es mehrere sind, kommen wir alle und fangen an auf das Fahrzeug, aber nicht am besten nicht auf den Motor. Weil irgendwie sind im Moment so empfindlich die Fahrzeuge. Ja, Fahrzeuge schießen nicht, das machen wir nicht. Wir müssen versucht auf die Reifen zu schießen. Gar nicht. Nicht ich schon. Schießen. Wenn du rausläufst, dann sagst du als erstes, das ist ein Überfall dann, ne? Für auf direkte Augenblick? Kommunikation oder Gruppenkanal? Okay, er fährt jetzt in irgendeine Richtung. Oh, da kommt ein Zamak. Okay. Da kommt der erste Zamak. Lass warten. Was war das denn? Crash. Alter, jetzt! Wartet. Nee, noch nichts machen. Der ist explodiert. Da kommt der zweite Zamak, warten. Da kommt der zweite, wartet, genau. Der wurde auch. Die bauen Scheiße. Egal, lass sie verarbeiten, dann sind sie angeschlagen, das ist sehr gut. Ich glaube mal, der Gelbe wird gleich kommen und auch hier irgendwas machen. Okay, der eine ausgestiegen, habt einer den in Blick irgendwie, der ausgestiegen ist? Pass auf, Mo, der Gelbe verarbeitet sein Auto. Maxi meine ich. Pass auf, ich nehme den gelben Typen weg. Lauf hin, Mo, wenn jetzt die ausgestiegen sind, lauf hin, sag, das ist ein Überfall. Alle anderen, langsam hinbewegen. Sagt mir dann Bescheid, wenn's ist. Er steht jetzt beim Händler. Sind die schon ausgestiegen? Ja, der steht beim Händler. Der steht beim Händler. Okay, geh hin, Mo. Sag, das ist ein Überfall. Überfall. Hund auf dem Boden. Alle rauf. Manny, du kommst auch aus Entfernung. Ja.
Aufpassen! Genau, gut. Gut gemacht, Mo. Was ist das? Schlüssel her. Ja, Freunde, erstmal möchte ich mich für den Ton entschuldigen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Irgendwas vielleicht, dass irgendjemand Lautsprecher hatte und mein Ton halt oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, das tut mir erstmal leid, ja. Das vorneweg jetzt mal als allererstes. Dann, ihr habt's gesehen, wir haben den Überfall begonnen. Der arme Kerl, Alter. Muss gleich leiden. Aber lustig war doch auch der Zabak, der explodiert ist, Alter. Ballert gegen den Jeep. Der Geländewagen fährt einfach weiter. Der Zabak explodiert. Oh Mann, da ging uns schon gut Geld durch die Lappen. Aber okay, wir haben immer noch den anderen. Den werden wir jetzt überfallen. Der Mo ist ausgestürmt. Wir laufen jetzt alle drauf zu. Ja, mal gucken, ob der sich wehrt. Wenn ja, tut es mir leid. Das ist ein Überfall. Da können wir nicht so viel Rücksicht diesmal nehmen. Aber wir machen keine Fahrzeuge kaputt oder so. Das mache ich nicht. Das ist unfair. Aber, Freunde, das alles sehen wir in der nächsten Folge von Altes Live. Also bleibt dran, haut rein. Euer Jadi. Ciao. Like a cannibal, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. I'm raw as a dirty needle, choke a eagle just to feed all my people. Lyrically, I'm so lethal, plant thoughts in their mind just to defeat you. Ice Cube is a saga, y'all spit saliva and I spit lava. I got the fearless flow, don't get near this hoe if you scared to go. I keep it gangsta, and why should I change that? Fuck you old motherfuckers trying to change say rap. What, say what? But ain't you the same cat that sat back when they brought cocaine say back? Say what, say what? I'm trying to get me a Maybach. How you motherfuckers gonna tell me don't say that? You the ones that we learned it from. I heard nigga back in 1971. So if I act like a pimp, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I call you a nappy-headed hoe, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. Made me do it. If I shoot up your college, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it. If I rob you of knowledge, ain't nothing to it. Gangsta rap made me do it.